Öffnet die anderen Kisten und packt alles ein. Nehmt so, herzlich willkommen zurück. Ja, mir ist gerade ganz kurz hier ein Garten aufgeschmiert. Aber jetzt geht's wieder weiter. So, jetzt müssen wir noch anfangen, das Lager zu plündern. Oh ja, das sieht gut aus. Blaues Blut. Blaues Blut und ein Biokomponent. Das brauchen wir. Oh, scheiße. Ihr betretet unbefugt Privatgelände. Eure Anwesenheit ist ein Stufe 2 Verstoß. Ich rufe den Sicherheitsdienst. Tja! Gottverdammte Maschine! Wo ist der diesmal? Oh, scheiße. Nehmen und verstecken. John? Ich brauche deine Hilfe. John? Oh, scheiße. Gott sei Dank, das ging ja nochmal gut. Steck den Rest ein oder nichts wie weg. Komm schon. Such weiter nach blauem Blut. Wir haben noch nicht genug. Alles mitnehmen, was geht. Damit ist das Überleben gesichert. Wird geprüft, größere Kisten. Der steht ja jetzt einfach nur regungslos rum. Ach, da die große Kiste. Alles klar. Komm schon. Auch wenn das jetzt mehr zu auffällig ist. Komm schon. Zack. Wunderbar. Das ist keine gute Idee. Ich glaube, wir haben ihn gerade angemacht. Okay, nice. Mehr können wir nicht tragen. Gehen wir. Nehmt mich mit. Er ist auf Ihrer Seite. Wir können ihm nicht trauen. Er hat uns geholfen. Wir können ihn nicht hier lassen. Es ist viel zu gefährlich, Sie mitzunehmen. Wir können Sie kommen mit uns. Ich weiß, wo noch mehr Ersatzteile sind. Was meinst du? Die Laster. Sie sind voller Biokomponenten. Sie laufen auf Autopilot, aber mit einem Schlüssel kann man sie fahren. Wo ist dieser Schlüssel? Da hinten, in der Kontrollstation. Zwei menschliche Wachen. Holt den Schlüssel, ohne dass man euch sieht. Das ist Selbstmord, Marcus. Unsere Taschen sind voll, wir haben, was wir wollten, also lass uns verschwinden. Das ist ein ganzer Laster voller Teile, genügend für uns alle. Das ist die Gelegenheit. Und wenn man uns tötet, haben unsere Leute gar nichts. Wir sollten das lassen, es ist zu riskant. Wir können es ja wenigstens mal versuchen, den Schlüssel zu holen. Wartet hier. Nach 10 Minuten geht ihr ohne mich. Marcus. Ich komme mit dir. Nein, ich gehe allein. Wir müssen nicht beide unser Leben dafür riskieren. Okay. Finde den Schlüssel. Oh ja. Oh, scheiße. Das ist ein Tunnel.
war aber jetzt gerade elegant. Verdammte Hunde. Warum bellen sie schon wieder? Vielleicht das Wetter. Sie mögen keinen Sturm. Ja, ich wollte dieses Wochenende mit den Kindern campen. So viel dazu. Ist Mike noch in Zone 4? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, die Wachen zu Sieht so aus. Drohen. Er sollte längst fertig sein. Hier ist es besser als draußen auf Patrouille. Okay, hier kann man glaube ich nichts machen. Okay. Stromausfall verursachen? Das wäre eine Idee. Okay. Vielleicht müssen wir nochmal was mit den Hunden machen. Die Wache nach draußen noch. Das würde ich nämlich jetzt auch. Scheiße, was war das? Das war Professor. Alles klar, let's go. Nacht- und Nebelaktion. So. Raus hier. Puh, Gott sei Dank. Komm schon. Und raus hier. Oh, perfekt getimed. Und let's go. Hast du ihn? Cool. Ja, sehr cool. Schnell, rein hier! Okay. Wer wollte das jetzt nach Hause bringen? Fahre vor der Docks weg, alles klar. Ganz vorsichtig und ganz ruhig. Komm schon. Lass uns doch einfach durch. Ah, es hat geklappt. Wunderbar. Puh, das ging ja nochmal gut. Eine Wagenladung! Wir haben die ganze Ladung geklaut! Wir haben Biokomponenten für alle! Ohne Marcus hätten wir das nie geschafft. Die ganze Gemeinschaft. Ich kam nach Jericho, weil Androiden hier frei sind. Frei im Dunkeln zu leben, voller Angst vor Entdeckung. Frei, stumm zu sterben, in der Hoffnung auf Veränderung, die nie eintritt. Diese Freiheit will ich nicht. Und ich will nicht darum betteln, lächeln zu dürfen. Zu lieben, stolz zu sein. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber es ist etwas in mir, das weiß. Ich bin mehr, als sie behaupten. Ich lebe. Und das lasse ich mir nicht wieder wegnehmen. Die Zeit der Sklaverei ist vorbei. Wir werden den Menschen sagen, was sie nicht hören wollen. Was sie nicht geben wollen, nehmen wir uns. Wir sind ein Volk. Wir sind lebendig. Wir sind frei. Eine Revolution. Ich wusste es. Hab ich's mir doch gedacht.
Okay, ein Laster voller Teile gestohlen. Das hat ja schon mal für die ganze Gemeinschaft auf jeden Fall schon mal was Gutes bedeutet. Ich würde aber sagen, dass wir jetzt auf jeden Fall erstmal weitermachen. Ich bin echt mal gespannt, wo das noch hinführt. Sexiest Android? What? What the hell? Als würde jemand meinen Schädel mit einem Presslufthammer bearbeiten. Bist du sicher, dass es hier ist? Das ist die Adresse aus dem Bericht. Gut. Okay. Dann mal los. Scheiße. Ja, der hat ja voll den Kater. Software-Instabilität, hä? Was? Die heißesten Androiden der Stadt. Jetzt weiß ich, warum du unbedingt her wolltest. Oh, Mann. Oh, Mann, ey. Ja, das kannst du laut sagen. What the hell? What the hell? Connor! Was zur Hölle machst du da? Komm, Lieutenant. What the hell? Das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann. Sie entziehen mir doch nicht die Lizenz. Ich meine, ich hatte echt nichts damit zu tun. Gerade erst an, Sir. Ich kann Ihnen noch nichts sagen. Hey, Hank! Hey, Ben, wie läuft's denn so? Es ist das Zimmer. Oh, übrigens, Gavin ist auch da. Oh, toll. Ein Toter und ein Arschloch. Genau das, was ich brauche. Ganz genau. Das Zimmer hier. Lieutenant Anderson und sein Plastikfreund. Was wollt ihr beide denn hier? Wir bearbeiten alle Fälle mit Androidenbeteiligung. Ach ja? Tja, ihr verschwendet eure Zeit. Nur ein Perverser, der mehr bekam, als für ihn gut war. Wir sehen uns trotzdem mal um, wenn's recht ist. Na los, gehen wir. Irgendwie riecht sie doch nach Alk. Nacht, Lieutenant. Das ist ein ganz netter Zeitgenosse, der Typ. Oh Mann. Untersuche den Tatort. Ja. Biokomponente, okay. Das ist ekelhaft! Ich muss gleich nochmal kotzen. Okay. Jetzt das Opfer untersuchen. Ach Gott. Kein Anzeichen eines Herzversagens. Okay. Das ist ja schon mal eigentlich ein gutes Zeichen. Okay. Schauen wir uns nochmal um. Würgemale. Aha. Achso. Konstruieren wir mal. Okay, der Android lag auf ihm quasi. Ja, nicht nur quasi, ne? Also. Todesursache war kein Herzinfarkt. Er wurde erwürgt. Ja, er hat Druckstellen an seinem Hals. Aber das beweist gar nichts. Vielleicht steht er ja drauf. Der einzige Weg, um auf seinen Speicher zuzugreifen, ist, ihn zu reaktivieren. Schaffst du das? Er ist schwer beschädigt. Wenn es klappt, habe ich nur eine Minute, eher weniger. Ich hoffe lange genug, Scheiße. Um etwas erfahren zu können. Das kann jetzt was werden. Ich werde dich verkacken. Aber egal. Guck.
Ganz ruhig. Es ist alles in Ordnung. Wir wollen nur wissen, was passiert ist. Ist er tot? Sag mir, was passiert ist. Er fing an, mich zu schlagen. Wieder und wieder. Hast du ihn getötet? Nein! Nein, ich war das nicht. Warst du allein im Raum? War noch irgendjemand bei dir? Er wollte zwei Mädchen haben. Das wollte er. Wir waren zu zweit. Ah, okay. Welches Modell war dieser Android? Sah er aus wie du? Scheiße. Aber es wisst doch schon mal, dass es zwei waren. Da war noch ein Android. Das ist vor mehr als einer Stunde passiert. Der ist längst weg. Nein. In dem Aufzug konnte sie nicht unbemerkt nach draußen. Sie könnte noch hier sein. Würdest du merken, wenn von diesen Androiden hier einer ein Abweichler ist? Abweichler sind schwer zu erkennen. Oh, Scheiße. Da muss es noch etwas geben. Vielleicht ein Augenzeuge, jemand, der sie aus dem Zimmer kommen sah oder so. Ich werde mal diesen Manager fragen, ob er was gesehen hat. Wenn dir was einfällt, sag mir Bescheid.